Der Kohlrabi, eine der vielen Zuchtformen des Gemüsekohls. Die Voranzucht ist denkbar einfach. Er ist gesund, besonders die Blätter. Die Zeit bis zur Ernte ist kurz. Und damit wäre der Kohlrabi fast das perfekte Gemüse. Wenn dann nicht. Warum Kohlrabi platzen, was man dagegen tun kann und warum sich auch mal keine Knolle bildet, darüber sprechen wir jetzt einmal mit Gärtner Marcel. Wie kommt das? Also Platzer kenne ich ja sonst fast nur von Tomaten. Mhm. Auch da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Da war das Problem ja die unregelmäßige Bewässerung, Nährstoffgabe. Genau, ist hier eigentlich wieder das Gleiche. Also wenn es unregelmäßig ist, dann kommt es zu Wachstumsstockungen. Mhm. Oder auch wenn jetzt plötzlich durch einen starken Regen besonders viel Wasser da ist, dann gibt es einen kleinen Wachstumsschub. Und dieses Unregelmäßige, also ganz schlimm sind Wachstumsstockungen. Wenn es dann mal zu trocken ist, dann fängt er an, sich ja quasi ein bisschen darauf einzurichten, so alles ein bisschen stärker, ein bisschen härter zu machen. Und wenn dann auf einmal wieder beste Wachstumsbedingungen sind, am nächsten Gießen und vielleicht mit einer Düngung verbunden, dann will der los und dann ist aber alles schon ein bisschen hart geworden und dann knallt es. Platzt er auf. Aber so wie du das gerade beschrieben hast, außer die Trockenperiode aufzufangen, indem man regelmäßig dann weitergießt, kann man nicht viel machen, weil das überdachen. Nein, das würde ich auch nicht machen. Und regelmäßige Düngung halt. Ne? Nicht, dass man dann die halt verhungern lässt und anschließend kommt wieder der Dünger drauf, dann geht das Ganze wieder los. Es sind ja Kohlpflanzen, also Starkzehrer. Wie oft würdest du, gut, die Kulturzeit von der Jungpflanze, Pflanzen bis zur Ernte, das sind 6 Wochen, 7? Ja, 8? Unter optimalen Bedingungen, ja. Sagen wir so 2 Monate. Mhm. Wie oft würdest du denn danach düngen? Oder sagst du, eine Düngung mit Langzeiteffekt am Anfang reicht? Das hängt halt ganz stark von dem Dünger ab. Nicht? Also wenn ich einen Dünger habe, der nur kurz wirkt, wie so ein Flüssigdünger, dann muss ich natürlich gucken, dass ich da jede Woche möglichst was gebe. Wenn ich einen guten organischen Dünger habe, der langfristig wirkt, dann braucht man es eigentlich nur am Anfang der Kultur machen. Mhm. Ja gut, damit wäre diese Frage schon mal beantwortet. Dann habe ich gestern noch einen Kommentar bekommen. Da ging es darum, Kohlrabis bekommen oft keine Knollen. Ich hatte das bis jetzt einmal, und zwar mit gekauften, vorgezogenen Jungpflanzen. Hast du das schon mal gehabt? Nein, wir hatten es so noch nicht. Also es gibt 2 Möglichkeiten, woran es liegen könnte. Das eine ist, wenn die zu eng stehen und vielleicht zu stickstoffbetont gedüngt werden. Dass sie dann einfach nach oben schießen, ins Kraut rein und dann kommt irgendwann mal die Knolle, aber dann ist eigentlich fast schon zu spät. Mhm. Das andere ist, gerade bei gekauften Jungpflanzen, oft auf dem Baumarkt, dann stehen die dann da 4, 6 Wochen oder noch länger im Regal, sind sogenannt überständig. Die sind dann halt vom Alter her, sind die dann schon eigentlich fertig, aber weil die in dieser kleinen Saatschale einfach nicht wachsen konnten, dann sind die schon alt, aber noch klein. Und dann wächst die Knolle nicht mehr richtig. Dann bleibt die entweder klein oder aber es baut sich so ein Türmchenknolle auf. Also die sind dann nicht so rund wie üblich oder flachrund, sondern dann wird das so eine hochgezogene Geschichte. Also wie eine Superschmelz am Anfang. Genau. Dann hat er jetzt noch dazu geschrieben, er hat ein bisschen im Internet recherchiert, hatte er, man soll die möglichst tief setzen oder möglichst hoch oder Kälte verhindern oder die braucht Kälte zur Knollenbildung. Das sind alles Sachen, die habe ich noch nicht gehört. Also okay. Tiefe würde ich eigentlich immer ungefähr so machen, wie sie vorher gestanden haben, wenn nur geringfügig tiefer. Und Kälte könnte einen Einfluss haben wieder auf Vernalisation, das heißt auf die Blütenbildung. Wenn die Pflanze schon eine gewisse Größe überschritten hat oder ein Alter überschritten hat, es wird nochmal kalt, dann sagt die, das war der Winter, jetzt muss ich blühen. Und aber das hat mit der Knollenbildung nichts zu tun, dann geht es gleich in die Blüte. Ja gut, dann bildet sich auch keine Knolle. Das wäre Möglichkeit Nummer 3.
Gut, sehr viel, glaube ich, gibt es zu diesem Thema auch nicht zu sagen. Vielleicht noch mal kurz die Frage, wenn du die Landwirte, ne, wenn du die kaufst, also die werden jetzt auch nicht die Hälfte, die werden ab und zu mal einen Platz da drin haben, aber jetzt auch nicht so die Hälfte oder ein Drittel davon. Machen die das anders? Ja, ich denke, das ist echt die optimale Kulturführung. Also die haben normalerweise eine Bewässerung, große Regner, die dann drüber fahren. Und denke auch mit dem Dünger achten schon drauf, dass das alles optimal läuft. Alles, also auch Sachen, die man im Hobbygarten mit der Zeit lernen kann. Genau. So ein bisschen auf die Zeichen der Pflanze achten und wissen, wie man mit gewissen Umweltbedingungen umgehen muss. Ja, das war es auch diesmal wirklich mit einem sehr kurzen Video. Und wie immer, hat euch dieses Video gefallen, gebt ihm einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare, empfehlt diesen Kanal weiter. Wenn ihr vielleicht andere Leute kennt, die gärtnern, besucht Marcells Instagram-Profil oder meins oder am besten beide. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Jetzt, das war doch ein schnelles Video. Ja, das war jetzt schnell.